Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft. Das ist natürlich Deindustrialisierung, die aber dann nicht von der Politik kommt, sondern von den Unternehmen selbst. Wir beide sind Ökonomen, Bert. Wir wissen, dass Preise Verhalten verändern. Das heißt, ich kann auch vieles klüger machen. Wir sind so ein bisschen in der Tonnenideologie-Debatte. Wir müssen hier dämmen, wir müssen da das machen. Dann wird es scheitern. Deswegen bin ich ziemlich skeptisch, dass die deutsche Industrie wieder so kraftprotzend sein wird, wie sie mal vor 5 Jahren waren. Ja. Hallo, meine Damen und Herren, guten Tag, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ja, ich würde heute gerne mal mit dir ein Gespräch führen über eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik nach der meines Erachtens in der politischen Diskussion immer noch verdrängten Zeitenwende, deren Zeuge wir geworden sind. Ich würde mit einem ganz kleinen Rückblick anfangen, aber danach wirst du dann hinreichend das Wort bekommen. Der Zusammenbruch der Sowjetunion 1990 und die kurze Zeit später beginnende Integration Chinas in den internationalen Handel löste, wie wir alle wissen, die vierte Welle der Globalisierung aus. Der große Gewinner dieses Wechsels war natürlich die deutsche Wirtschaft mit ihrem sehr, sehr großen industriellen Sektor, der in einem hohen Maße, sagen wir mal, international orientiert ist, nämlich für die nationale Versorgung ist dieser Sektor viel zu groß. Und die Folge war, weil der Welthandel mehr als doppelt so schnell wuchs als die Weltproduktion, war letztlich Deutschland, vertreten durch die deutsche Industrie, der ganz große Gewinner dieses Wechsels, zumal die energieintensive Industrie sehr günstige Energiepreise hatte. Das waren eigentlich goldene Zeiten und trotz der globalen Finanzkrise 2008, 2009, die ganz schnell überwunden wurde, das muss man der damaligen Regierung Merkel sagen, sagen wir, innovative Konjunkturprogramme gemacht, also ging ganz schnell vorbei und das war wirklich eine goldene Dekade. Ja, so. Und dann kam zunächst auf leisen Sohlen Obama 2012 mit seinem Pivot to Asia, das heißt der Umorientierung der US-amerikanischen Politik weg von Europa hin in den asiatischen Raum. Das war noch soft. Dann kam aber Trump brutal mit seiner Politik des Protektionismus und der Strafzölle, namentlich gegenüber China, gefolgt von dem höflichen Joe Biden, der mit seinem Inflation Reduction Act auf elegante Art und Weise aber nichts anderes macht als Trump. Und so weit, so gut. Aber dann kam im letzten Jahr der Überfall Russlands auf die Ukraine mit der Folge, dass nicht zuletzt die Energiepreise in Deutschland explodierten und damit die Zukunftsfähigkeit meines Erachtens einiger wichtiger, besonders energiehungriger Industriebranchen in Frage stellen. Und gleichzeitig, und dann ist das Szenario fast zu Ende, brach der bisherige Motor der Weltwirtschaft, China, als Folge einer wirklich törichten Corona-Politik viel faktisch aus. Und sie schwächelt nach wie vor. Man könnte fast sagen, die goldenen Zeiten Chinas sind vielleicht auch vorbei. Und jetzt meine Frage an dich. Ich gebe dir wieder die Rolle des weisen Diktators zu. Wie könnte eine zukunftsorientierte, umsetzbare, zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik aussehen, die Schwächen dieses Strukturbruch für den Standort Deutschland ein bisschen abfedern kann. Nämlich das alte Geschäftsmodell ist, denke ich, unter den gegenwärtigen Bedingungen eigentlich nicht mehr zukunftsfähig. Was siehst du, sagen wir mal, an Möglichkeiten, also diese Strukturbrüche abzufedern vor dem Hintergrund der ganzen Probleme, die Deutschland hat, auch als Folge der Demografie?
Ja, Bert, das ist eine spannende Frage und ist, glaube ich, auch die zentrale wirtschaftspolitische Frage jenseits des Aktuellen. Denn im Grunde ist ja das verbunden mit einem Begriff, den wir so gerne gar nicht in den Mund nehmen. Nämlich mit, aber in Brüssel in den Mund genommen wird und auch in Berlin, nämlich mit Industriepolitik. Ja. Industriepolitik ist ja ein Thema, das wir in Deutschland nie wirklich angepackt haben, im Sinne einer sektoralen oder auch vertikal differenzierenden Politik, die einzelne Branchen herausnimmt, besonders entwickelt, dafür Voraussetzungen schafft und darauf hofft, dass die dann irgendwann mal marktfähig werden. Wir haben uns immer im negativen Sinne beeindrucken lassen von den schlechten Beispielen Frankreich nicht, die dort gemacht waren eigentlich nie wirklich toll. Ja, wir haben das dann immer diskutiert. Es gab dann auch so einen Hype um das MITI, das Industrieministerium in Japan, so vor etwa, na, das ist fast 30 Jahre, aber vor allem in den 90er Jahren kam es dann nach der Wiederwahl auch nochmal auf, weil man gesagt hat, ist das nicht auch ein Modell für den Umbau in den neuen Bundesländern? Auch in den neuen Bundesländern haben wir ja keine sektorspezifische Politik gemacht, sondern im Grunde gesagt, naja, wir versuchen mal Wachstumskerne in Gang zu setzen und da ist auch viel Geld reingeflossen. Nimm mal Jena als einen Standort, nimm Dresden als einen Standort, beispielhaft für bestimmte Themen. Auch der maritimindustrielle Komplex, den wir in Mecklenburg-Vorpommern haben. Aber es ist nie eine sektorale Politik gewesen. Was jetzt anders wird, ist, dass auf einmal Industriepolitik mehrfachen Zielen zugeordnet wird. Es ist eine Industriepolitik für die Dekarbonisierung, also die ja dann deshalb so politisch wirkungsmächtig ist oder attraktiv als Thema, weil wir so viel umbauen müssen und weil die Vorgaben des Umbaus staatlich definiert werden. Und dieser staatlich undefinierte Umbau ist nicht nur inhaltlich, sondern auch zeitlich aber definiert. Aber gleichzeitig also 2045. Ist der Umbau natürlich eine Herausforderung wirtschaftspolitischer Natur für die Branche. So. Das heißt, das ist eine Rahmenbedingung, die aber eigentlich in der Sache zumindest kurz- und mittelfristig definitiv nicht förderlich ist. Nein, aber die Frage ist ja, was ist denn der politische Auftrag? Ja. Und das war ja dein Einstieg. Ja. Dann ist ja hier die Frage, gilt nach Verursacherprinzip, nämlich Verursacher des Strukturwandels ist eine politisch definierte Rahmengebung für den CO2, den Rückgang des CO2-Ausstiegs, führt der dazu, dass die Politik auch anders eintreten muss. Ja. Und die Debatte über Klimaschutzverträge sind ja genauso eine. Ich meine, man kann Klimaschutzverträge grundsätzlich ja als Antwort auf dieses Verursacherprinzip sehen. Die Politik bringt etwas in Gang, will aber die disruptiven Brüche geringer halten und organisiert Übergänge. Und diese Übergänge, das muss man dann zeitlich klug gestalten. Das ist aber eine schwierige Herausforderung. Ja. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, und ich weiß, die meidest du gerne, man muss natürlich auch die Frage stellen, ob einige Branchen nicht überdehnt sind. Das ist, ja, ich weiß nur nie genau, wo man das misst. Weil du kannst ja genauso, du hast eingangs gesagt, der Industriesektor ist zu groß, weil nicht wir produzieren groß, mehr als wir selber. Aber extrem groß. Das heißt, von allen großen Industrieländern hat Deutschland den allergrößten. Das kann man, wenn man noch Südkorea mit ins Bild nimmt. Aber nimm doch mal umgekehrt Großbritannien, die haben Finanzsektor, der ist sehr, sehr groß. Und ich möchte eigentlich nicht die Struktur der britischen Volkswirtschaft einkaufen. Tauscht für die zur deutschen, weil die regionalen Implikationen auch ganz anders sind. Aber so ein Finanzzentrum würde uns auch ganz gut tun, ne? Würde uns gut tun, aber die einseitige Abhängigkeit davon möchte ich so auch nicht haben. Und das hat ja auch enorme Konsequenzen, weil durch die Lohnansprüche und die Kompensationen, die in London gezahlt werden, wird ja Humankapital aus allen anderen Bereichen abgezogen. Das heißt, du hast gar kein Management-Capacity mehr in den klassischen industriellen Bereichen, die Großbritannien ja vor 30 Jahren genauso hatten wie wir auch. Lass mich noch einen Gedanken zu dem Grundsätzlichen anführen. So ein Argument könnte sein, weil du sagst, wie macht man das Verursacherprinzip? Ein anderes, was wir im Augenblick diskutieren, ist ja Industriepolitik für offene strategische Autonomie. Das ist ja das, was die Europäische Union auch diskutiert. Also im Grunde ist das ja so eine Art, ich sag mal, neu gekleideter Ansatz der strategischen Handelspolitik. Richtig. Man sagt, man braucht bestimmte Dinge. Also Countervailing Power aufbauen, letztlich. Genau, das beispielsweise. Oder man sieht, man braucht bestimmte Dinge, um hier Wohlstandsbildung zu ziehen. Ich meine, ich habe mir das mal angeschaut. Die lustige Geschichte ist ja, dass das eigentlich das
Urmodell für die strategische Handelspolitik, wenn du so willst, ist ja China, das Automobilindustrie. Die haben nach dem Start des kommunistischen Regimes irgendwann gemerkt, sie bräuchten Lastwagen. Sie bräuchten Lastwagen, um die Agrarrevolution zu organisieren. Und sie brauchen Lastwagen, um das Militär an die Grenzen zu transportieren, als es vor allen Dingen in den 60er Jahren noch ungemütlich mit der Sowjetunion war. Und dann haben diese verschiedene Phasen, und da war das klassische Infant-Industry-Argument, also wenn wir das nicht hier schützen, das war ja alles hochreguliert. Schützen, das war ja auch, damit die sich entwickeln können, dann haben wir was. Ist gefloppt. Und jetzt, es ist schon eine Autoindustrie da gewesen, aber die Auto wollte ja eigentlich keiner wirklich haben. Und dann nach 78 hat es ja dann diese Öffnungen gegeben, diese Automotive Policy von 94 bis 2004, die New Automotive Policy, die dann Joint Venture zugelassen hat, die ausländische Investoren zugelassen hat, die dazu geführt haben, dass heute VW 40% seines Patente Absatzes kopiert wurden. Auch das, ne? Also ich will nur sagen, das ist ja, das kann man sagen, okay, ist das jetzt eine Erfolgsgeschichte? Naja, also wahrscheinlich wäre es ohnehin passiert, weil ein Land von 1,4 Milliarden Menschen kann ich nicht mit Automobilproduktion in Deutschland bedienen oder in den USA, die ja beide stark... Wir versuchen es. Ja, aber wir machen es ja vor Ort, wir investieren ja dort. Ja, ja. So, und diese Dinge, und die Frage ist, was heißt eigentlich heute diese so sehr betonte strategische Autonomie? Jetzt hat ja die Europäische Union dieser Tage ziemlich konkrete Ziele vorgegeben, was denn dann alles hier produziert sein werden soll. Im Jahr 2030 85% der Windkraftanlagen sollen wir selbst hier, 85% der Batterien, 60% der Wärmepumpen, 40% der Solarpaneele und genug Elektrolyse für den grünen Wasserstoff. Das ist der Teil dieses Net Zero Industry Act, den der Breton und die Frau von der Leyen da auf den Weg bringen. Aber das sind ja genau solche Debatten. Ich meine, früher hätten wir doch gesagt, Bert, wen interessiert denn das eigentlich? Das ist eine Frage der internationalen Arbeitsteilung, das ist eine Frage der Spezialisierungsmuster, und im Augenblick wird so getan, und das ist ja auch ein bisschen naiv, als könnte ein Land... Könnte die Politik das steuern? Naja, das ist eine, aber könnte eine Volkswirtschaft überall komparative Vorteile haben? Und das ist ja natürlich ökonomischer Nonsens, aber das ist ja genau die alte Diskussion, die wir immer wieder erlebt haben. Das war mit Japan damals, Japan läuft uns voran, wir kommen nicht mit, und in allen Feldern ist Japan vorne. Nein, aber dann haben wir trotzdem komparative Vorteile, weil die Vorteile unterschiedlich sind. Aber müssen wir uns nicht auch langsamer mit der Frage auseinandersetzen, ob dieser Sektor, der industrielle Sektor, nicht überdehnt ist? Ich mache das an einem Beispiel klar. Mercedes floriert, schüttet gigantische Gewinne aus und sagt, die Mittelklasse, unser bisheriges Butter- und Brotgeschäft, machen wir nicht mehr. Das ist natürlich Deindustrialisierung, die aber dann nicht von der Politik kommt, sondern von den Unternehmen selbst. Ja gut, aber das wird ja auch stattfinden. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass einfach alles nur so bleibt, wie es ist. Man muss sich nur fragen, wenn ich mal die französische Automobilbranche vergleiche, deren Bedeutung in den 90er Jahren mit der deutschen Automobilbranche vergleiche, dann ist da bei denen 40% verschwunden und bei uns nicht. Ja. Und das hat ja was mit strategischen Entscheidungen zu tun. Und ich glaube auch, dass sich große Produktionsveränderungen einstellen werden. Also der Industriesektor in Deutschland wird schrumpfen, das ist meine Prognose. Das ist meine Prognose, da die, sagen wir mal, die Energiekosten werden auf Dauer höher sein als in der Vergangenheit. Und es gibt beispielsweise, der chemische Sektor ist extrem energiekostensensibel. Ja, ja. Da wird es deutliche Änderungen geben. Ja, das sehen wir ja schon, wenn BASF beispielsweise bekannt gibt, dass es Ammoniak am Standort Ludwigshafen nicht mehr produziert und einmal dies und das nicht. Wobei ich ehrlich gesagt, Bert, mir nicht ganz klar ist, ob das jetzt nur der gegenwärtigen veränderten Sachlage schuldet ist oder auch nachholendes Bereinigen ist. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal darüber diskutiert haben. Kann sein. Ich glaube, wir haben ja in der Chemie so interessant, wir haben eigentlich drei große Standorte gehabt. Höchst in Frankfurt. Wir haben hier Bayer Leverkusen, Dormagen-Uerdingen und wir haben BASF in Ludwigshafen, also die ganz großen. Immer auch an Flüssen, und das war ja auch alles andere Logik. Früher gab es in den neuen Ländern auch nochmal was, das genau, gibt es aber nicht mehr. Nicht vergleichbar. Und wenn du dir die drei Standorte eben genannten anschaust, haben die ganz unterschiedliche Wege gegangen. Höchst, da kann man ja grandiose Geschichten über das Managementversagen seit den 70er Jahren nachlesen in vielen Büchern, ist im Grunde völlig
umgebaut, heute wieder genauso besetzt, mehr Beschäftigte und ganz andere Wertschöpfungsstrukturen, also dezentral eigenständige Unternehmen. Das ist so. Wir haben einen unverändert voll integrierten Standort BASF Ludwigshafen, also bis hin zum Weinkeller, voll integriert. Exzellenter Weinkeller. Genau, und du hast auf der anderen Seite hier in Bayer Leverkusen, auf der anderen Seite einen Umbau, der nicht mehr Bayer, sondern das ist halt der Industriepark von Currenta gemanagt. Da ist Covestro, da ist dies und das, da ist Bayer, da ist Lanxess. Diese verschiedenen Chemiebereiche sind auseinandergenommen worden, haben ihre eigene Entwicklung. Und das kommt ja auch nochmal hinzu. Wir haben hier ein ganz interessantes Feldexperiment, wo ein Cluster der Chemie oder drei Cluster der Chemie ganz unterschiedliche Wege gegangen sind. Und das hängt ja mit da rein. Und die Frage ist ja, kann ich das, werden die jetzt alle gleichermaßen aus der Kurve geworfen über die Energiepreise? Das wäre ja deine These. Oder haben die unterschiedliche Anknüpfungspunkte, damit zurechtzukommen, weil sie anders aufgestellt sind? Die werden unterschiedliche Anpassungswerte haben, aber ich glaube, ein Problem umschiffst du gerade großräumig. Yeah. Also ich persönlich glaube, Deutschland wird eine leistungsfähige Automobilwirtschaft haben, eine leistungsfähige Chemie, aber in völlig anderen Dimensionen, als wir es gegenwärtig der Fall haben. Yeah. Das heißt, der Industrieanteil in Deutschland wird sinken, aber dummerweise ist der Industrie ja eigentlich der Frontrunner des Wohlstands, die wir bei uns haben. Und wir werden eine leistungsfähige Industrie haben, die wird aber nicht mehr so viele Beschäftigte haben und die wird nicht mehr diese, sagen wir mal, lohnpolitische Bedeutung haben, die sie gegenwärtig hat. Und jetzt kann man sagen, vor dem Hintergrund der Bevölkerungsalterung ist das nicht schlimm, aber ich denke schon, da wird ein Wachstumstreiber wird in Deutschland ausfallen. Ja, ich sehe das nicht so negativ. Ich weiß auch nicht, ob wir wirklich eine Schrumpfung haben werden, denn der Umbau hat ja auch in den letzten knapp 30 Jahren, wenn man das Jahr 95 nimmt, da hatten wir schon Industrieanteil noch von knapp 23-24% verarbeitendes Gewerbe aus BIP. Wir sind jetzt bei etwas über 20 oder gut 20%. Das ist auf 30 Jahre nicht wirklich ein großer Schrumpfungsprozess, aber du hast recht, der größere Schritt war jetzt am Ende. Das hat aber zu tun mit dem Doppelschock, Pandemie, Lieferkettenprobleme. Ja. Da schon begonnene im Jahresmitte 21 begonnene Energiekosten. Inflation Reduction Act. Natürlich wirken die USA wie ein Staubsauger an Investitionskapital. Nee, Bert. Na, warte mal. Okay. Ich finde das Bild ja schön mit dem Staubsauger. Ja. Aber sorry, ich höre mir das immer an, auch von den Unternehmen. Ich habe es mir nochmal angeschaut mit dem Inflation Reduction Act. Also man muss ja, also da muss man ja wirklich sehr einseitig aufgestellt sein, wenn man auf einer solchen Steuersubventionskulisse so fundamentale Standortentscheidungen trifft. Das kann einfach von den Volumen her nicht sein. Und im Grunde hat Europa 600 Milliarden verfügbar für alle möglichen Standortthemen im Bereich Erneuerbare, im Bereich Batterien und im Bereich Chips Act und so weiter. Das haben sie auch schon im letzten Jahr beschlossen. Das wird ja immer gar nicht gewürdigt hier. Vereinfachung der Beihilfengebung. Ich meine, das ist natürlich schon ein Thema. Es ist bei uns komplizierter. Das kann man sagen, eine Steuerlösung ist immer einfacher. Das kann aber auch sowieso die EU nicht machen. Die EU kann ja keine Steuerlösung machen. Das müsste der nationale Gesetzgeber machen. Könnte er mit der Superabschreibung. Noch einmal, nicht mit langem Anlauf unter der Latte herdrungen. Also, nee. Du hängst irgendeinen Staubsauger als Latte auf, Bert, und dann wunderst du dich, wenn ich dran vorbeilaufe. Also Fakt ist, die Chemie ist im ungeheuren Maße energieintensiv. Und Fakt ist, Deutschland hatte mal aus verschiedenen Gründen eine sehr günstige preiswerte Energieversorgung, die wird sie auf absehbare Zeit nicht mehr haben. Und dann ist es doch, sagen wir mal, eigentlich logisch, dass wenn sich die komparativen Kostenvorteile eines Sektors ändern, dass sich auch die Größe dieses Sektors ändert. Und diese Frage Ist ja unbestritten, aber das war ja schon vorher so. Aber Bert, du tust so, als hätten wir vorher die günstigsten Industriestrompreise in Europa gehabt. Hatten wir nicht. Die Industriestrompreise waren die höchsten im Vergleich der europäischen Standorte. Also insofern ist es ja nicht so, als wenn jetzt ein Energiethema per se ganz neu kommt. Es hat eine Verschärfung erfahren. Schaue ich mir die aktuellen Preise an und an den internationalen Märkten, dann ist das ja letztlich auch eine Frage, wie sich das hier national umsetzt. Wir werden über das Strommarktdesign zu sprechen haben. Warum haben wir eigentlich einen bundesweiten Ausgleich? Nimm doch mal die Standorte im Norden, sind aufgrund der dort dominierenden erneuerbaren Energien ja schon ganz anders wettbewerbsfähig, als es der Süden ist. Mhm. Das ist, da kann man jetzt nicht immer sagen, wir warten auf Südlink und alle möglichen Südwestlink. Wenn damit der billige Strom von oben dahin kommt, dann müssen die im Süden auch mehr machen. Oder man muss ihnen die Freiheit geben, anderes zu tun. Mhm. Aber ich will nur sagen, es ist ja nicht so, dass wir hier ewig mit diesen Preisen konfrontiert. Die Diskussion, die es in Berlin gibt,
vielleicht mal von uns zu, ist ja, wie schaffe ich es eigentlich, diese Brücke hin bis zu den wieder geringeren Kosten aufgrund der Dominanz der erneuerbaren Energien zu bauen, dass ich dahin auf diese Perspektive hin nichts unnötig verliere. Und das ist immerhin wieder der Kern der Klimaschutzverträge, die nicht einfach zu kalibrieren sind. Es kann ein riesen Subventionstopf werden, übrigens auch interessant, wenn man, ich weiß nicht, ob du dir mal angeschaut hast, die verschiedenen Kalkulationen. Das geht ja von 4 Milliarden bis zwei hohen zweistelligen Milliardenbeträgen, die Klimaschutzverträge kosten können. Das ist klar, das hängt ab von dem, wie lange, wie stark ich sozusagen die Begleitung der energieintensiven Branchen mache. Aber insofern ist ja gerade der Klimaschutzvertrag eigentlich die Antwort auf deine Sorge. Ich sage, die Politik ist da gebunden, sie muss was tun, sie wird diesen Ursacherprinzip was machen. Ja, aber noch einmal Zukunft des Industriestandes Deutschland. Wir werden ein Energiepreisproblem bekommen und wir werden da Antworten darauf finden. Aber das ist doch nur eines der Herausforderungen. Yeah. Das heißt, werden wir wiederum ein Green Card-Programm machen. Wir werden allerdings unsere Fachkräfteprobleme nicht lösen. Das heißt, der Wirtschaftsstandort Deutschland kommt von mir gegenwärtig, meiner Perspektive gegenwärtig, aus mehreren Perspektiven unter Druck. Die Energiekosten sind das eine. Ich glaube nicht, dass wir in die gute alte Zeit zurückfallen. Und wir haben das ungelöste Problem des qualifizierten Arbeitskräfteangebots. Und dieses Problem wird nach Lage der Dinge nicht gelöst werden können. Ich bin ja leider etwas älter als du. Du glaubst gar nicht, wie viele Green Card-Programme ich schon erlebt habe, die alle gefloppt haben. Und das wird auch bei diesem Programm sein. Nämlich, wenn ich 4 Millionen Fachkräfte ins Land holen werde, heißt das, mit Familien sind das 7 Millionen. Und die kommen nur, wenn sie Wohnungen kriegen. Und gerade gegenwärtig haben wir schon einen Wohnungsmangel. Das heißt, alle diese Zukunftsperspektiven werden meines Erachtens scheitern. Und deswegen bin ich mutmaßlich, weil ich auch der Branche etwas ferner bin als du, ziemlich skeptisch, dass die deutsche Industrie wieder so kraftprotzend sein wird, wie sie mal, sagen wir mal, also, vor 5 Jahren war. Das ist kein Selbstläufer, das ist mir auch klar. Ja. Aber ich würde erst mal sagen, das, was in den letzten 30 Jahren passiert ist, hat erst eine gewisse Robustheit gebracht. Die Unternehmen, gerade auch der Mittelstand, den man noch mal stärker in den Blick nehmen muss, ist resilient und hat einfach immer wieder gelernt, man muss sich neu erfinden. Das haben wir an vielen Stellen gesehen. Und das war auch das, was wir jetzt erlebt haben, Bert, hättest du mit deiner Argumentation noch vor 20 Jahren schon für unrealistisch beschreiben müssen. Das heißt jetzt nicht, dass ich recht habe Da sind wir ganz beieinander. Nur, ich bleibe dabei, dass dieser Industriestandort, wenn einer eine Chance hat, dann ist es der Deutsche. Aber es hängt jetzt in der Tat von klugen politischen Rahmenbedingungen und vor allen Dingen auch klugen Unternehmensstrategien ab. Also ich meine, so manche Auslandsinvestitionen und der Hinweis, es würde alles nur im Auslandsgeld verdient, das ist zwar nicht grundsätzlich falsch, aber das ist ja eine Rechnung, als würde ich sozusagen das Geld auch dann verdienen, wenn ich nicht hier in Deutschland mehr wäre. Und das ist natürlich irgendwie auch immer ein bisschen zu kurz gesprungen. Mir missfällt in der Tat so ein bisschen dieser Versuch, jetzt auch diesen Inflation Reduction Act zu nutzen. Jetzt muss hier mal was Vergleichbares gemacht werden. Gleichzeitig wehren sich aber dieselben Herren und meistens sind es Herren dagegen, dass der Staat hier überall eingreift. Also das passt alles nicht zusammen. Mir wäre eigentlich ein bisschen mehr Ruhe an der Front wichtig, klar zu sagen, was sind die technologischen Veränderungen, die Disruption, die kriegen wir auch hin. Und das ist eigentlich nicht das Problem. Die Frage ist, und das war ja dein Thema, haben wir dazu die Energie mit zu angemessenen Preisen? Ich sage, das kann man organisieren. Mhm. Und das andere Thema Demografie haben wir hinreichend schon hier unseren Hörern vorgeführt, gerade zuletzt wieder, weil ja andere behaupten, es gäbe keinen Fachkräfte, man müsse Löhne erhöhen. Ja. Jedenfalls haben wir auch ein Kostenthema bei den Löhnen, weil einfach Knappheitsprämien entstehen. Aber der Druck natürlich auf Rationalisierung nimmt zu. Ich meine, wenn zum Beispiel, letzte Woche konntest du lesen, Fahrer für Busse und Bahnlokomotiven werden knapp. So, das heißt also, die Verkehrswende droht auch zu scheitern. Na, was muss ich denn da machen? Dann ist ja vielleicht wirklich mal bei LKW die Frage des autonomen Fahrens. Wir haben Verkehrssysteme, die U-Bahn in Nürnberg ist eine solche, die autonom fährt, die keine Fahrer hat. Man muss all solche Dinge mal machen. Und jetzt höre ich heute, lese ich dann beispielsweise, wir müssen ganz viel dämmen. Es ist ja alles richtig, dass wir dämmen müssen. So viel Dämmmaterial kannst du aber gar nicht anbringen. Wir könnten beispielsweise klug mit viel weniger Kapitalaufwand und mit viel weniger Menschen über digitale Nutzung der Verbrauchsdaten, die wir den Kunden in Echtzeit geben, was es übrigens in Europa an verschiedenen Staaten, sogar in Rumänien gibt, da kannst du sozusagen fast in Echtzeit schauen, was der Gegenwert deines Energieverbrauchs ist. Und wir beide sind Ökonomen, Bert. Wir wissen, dass Preise Verhalten verändern. Ja. Das heißt, ich kann auch vieles klügen.
klüger machen. Wir sind so ein bisschen in der Tonnenideologie-Debatte. Wir müssen hier dämmen, wir müssen da das machen. Dann wird es scheitern. Aber das Schöne ist ja, eine Prognose lässt die Prognostiker ja erst einmal aus der Verantwortung raus, weil das sehen wir dann erst später. Nein, aber noch einmal, ich versuche es noch mal von einer anderen Seite. Es gibt du bist ja hartnäckig heute. Ja, ich bin heute hartnäckig. Es gibt ja so etwas wie Trendwachstum. Und ich glaube, du wirst nicht, sagen wir mal, kräftig widersprechen können, wenn ich voraussage, dass das Trendwachstum der deutschen Wirtschaft, welches gegenwärtig bei etwa 1,3 bis 1,4 Prozent, wird schwächer ausfallen. Das wird deutlich schwächer aussetzen. Also 0,75% Und in gut 10 Jahren wird es Jahre geben, in denen wir froh sind, wenn wir überhaupt wachsen. Ja? Das heißt, wenn das Trendwachstum, da sind wir uns ja einig, zurückgeht, wie kann dann der Industriestandort in unvermittelter Stärke weiter bestehen? Ja, weil das in den letzten Jahren auch schon passiert ist. Da ist über Jahrzehnte auch schon das Trendwachstum von 2,5 auf 1,5 zurückgegangen. Und der Industriesektor hat nicht also das ist kein zwingender logischer Zusammenhang. Zumindest spricht die Vergangenheit dagegen. Aber ich glaube, wir haben heute so ein richtig schönes Thema, wo wir nicht zusammenkommen. Richtig. Muss ja auch mal sein. Ja, nee, ist ja auch schön. Ist ja, glaube ich, auch das Gegenüberstellen ist ja ganz spannend. Ich glaube nur, dass wir aufpassen müssen, welche Politik wir halt machen. Und das ist im Augenblick das Entscheidende. Da wollte ich es eigentlich mal drauf wenden. Das heißt, ich habe in der Anmoderation gesagt, ich würde dich gerne mal in der Rolle des weisen Diktators sehen. Wir sind uns in der, sagen wir mal, Beschreibung einig, die Konsequenzen sind wir uneinig. Aber wenn du jetzt mal für den Rest der Legislaturperiode ein weiser Diktator wärst, mal wieder, würdest du dann Gasheizung sofort verbieten, wie es gegenwärtig der Fall wird, und durch Wärmepumpen ersetzen, wo man genau weiß, dass man die nicht implementieren kann in der Menge? Nein, das ist alles wieder Tonnenideologie. Das müssen sozusagen 100.000, das klingt so wie früher im Sozialismus, 100.000 Wärmepumpen bis zum nächsten Erntedankfest oder so. Das ist natürlich albern. Und wir wissen ja auch, es war heute wieder eine Studie, dass du von den die Hälfte der Wohnungen gar nicht effizient mit der Wärmepumpe so ohne weiteres beheizt. Kannst, das ist einfach nicht klug. Man weiß aber andersrum auch, ich habe das aus eigenem Erleben, als wir vor 5 Jahren eine neue Gastherme benötigten, danach war der Gasverbrauch 30% geringer. Also die Effizienzfortschritte muss ich ja auch mobilisieren und es wird ja auch vorgetragen, dass man diese Gasheizungsanlagen auch mit Wasserstoff irgendwann mal durch eine Umstellung relativ überschaubar nutzen kann. Also diese Verbote, das halte ich ehrlich gesagt für völlig daneben. Die Wärmepumpenindustrie ist auch so auf dem steigenden Ast. Du hast auf die Findigkeit abgestellt. Aber wenn man Findigkeit als Produktionsfaktor einsetzen wird, darf man die nicht durch Vermote flankieren, sondern durch Zielvorgaben. Exakt. Da sind wir völlig beieinander. Und das ist aber meines Erachtens schon eine Barriere, die gegenwärtige Politik aufsetzt, um den notwendigen Strukturwandel, der wird dadurch nicht beschleunigt, der wird dadurch verlangsamt. Deswegen hatte ich dich ja gebeten, mal in die Rolle des weisen Diktators zu schlüpfen und mal mir noch 3 Maßnahmen... Auch noch 3? Willst du auch noch haben? Ja, 3. Ich habe ja schon gesagt, also kein Verbot, das ist immer schlecht. Sehr gut, Ich glaube, wir müssen wirklich viel mehr darüber nachdenken, dass aber ein Strukturthema wie Digitalisierung für smarte Energienutzung gebraucht werden kann. Ich habe ein Beispiel eben genannt. Wir könnten von den ganzen Verbrauchsdaten, das in Echtzeit wissen, wir unterschätzen diesen. Wir kriegen sozusagen nach 12 Monaten irgendwo unsere Jahresabrechnung. Nun, das hat überhaupt gar keinen Anreizeffekt, weil dann sozusagen einmal ein Schock da ist, aber es nicht wirklich wirkt. Das ist das eine große Thema. Wir müssen auf der anderen Seite wirklich gucken, dass wir mal das Strommarktdesign in den Angriff nehmen. Ich glaube, dass Strompreiszonen ein Weg dahin sind, auch Regionen zu prämieren, die dann schon sehr weit in den Weg Vorlauf der Neubahn gegangen sind. Mhm. Das ist ein wichtiges Thema. Und das dritte sind für mich forschungsstrategische Allianzen, die Unternehmen auch benötigen, wo es ja auch funktioniert. Wir haben es ja gesehen, auch bei BioNTech ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern war eine Grundlagenforschung, die der Staat mit in den Blick genommen hat. Das sind viele Ansatzpunkte. Es gibt die Industrieverbundforschung, die würde ich in dem Zusammenhang auch stärken, wenn wir mal auf der Seite uns bewegen. Und die wachstumsfressende Alterung? Ja gut, dass die ja nicht so richtig wachstumsfressend ist, sieht man ja an dir. Aber ich meine Spaß beiseite. Vielen Dank, der Tag ist gerettet. Ja. Der Tag ist schon mal wieder super. Aber ich sag mal, da müssen wir wirklich ran. Wir müssen die Personalpolitik der Unternehmen muss lebenszyklusorientiert sein. Sie muss Produktivitätseffekte in den Blick nehmen. Und der Staat muss insgesamt über Arbeitszeit nachdenken. Und auch die Tarifvertragsparteien mit
dem geringen Arbeitszeitvolumen, also wir haben 300-400 Stunden weniger als die Schweizer, das ist einfach nicht zukunftsfähig. Und man kann mir nicht sagen, dass die Schweizer deswegen schlechter leben. Die sind in der Regel auch noch zufriedener und leben 2 Jahre länger. Um es mal etwas zuzuspitzen und etwas provozierend zu formulieren, da müssen wir ran. Aber ich glaube, da sind wir auch wieder völlig einig. Da sind wir uns völlig einig. Aber ich würde gerne noch mal von dir 3 industriepolitische Vorschläge hören, die dem von mir befürchteten, ich hoffe, er kommt nicht, Exodus von Investitionskapital entgegenwirken könnten. Ja, es ist eine, aber das bindet an das, was ich eben gesagt habe. Ja, das ist die nicht auf Verbote, sondern auf kluge Regulierung setzende Politik. Wir brauchen sicherlich Klimaschutzverträge. Ich glaube, dass das ein wichtiges Thema ist. Das muss gut und klar und schnell transparent kommuniziert werden. Es muss aber klar sein, dass es keine Vollsubventionierung, sondern eine Art Teilkaskolösung ist, die nach vorne trägt. Und wir brauchen eine europäische Lösung. Wir brauchen eine europäische Marktöffnung, die viel weiter über das hinausgeht, was wir im Augenblick haben. Wir haben noch viel zu viel Kleinkram in den europäischen Standard, sodass wir diesen gemeinsamen Markt nicht wirklich nutzen. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass es auch so etwas wie ein europäisches Finanz-Wirtschaftsministerium gäbe, was die internationalen Verhandlungen, die gegenwärtig anstehen, wirklich mit einer Stimme führen. Und das findet ja nicht statt. Naja, es findet nicht statt. Das ist immer noch wichtig, was Deutschland und Frankreich sagen. Das ist ja vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Aber sagen ja in letzter Zeit selten das Gleiche. Naja, aber immerhin waren ja Bruno Le Maire und Robert Habeck ja gemeinsam in Washington. Aber ich glaube, man muss hier auch die Kommission besser einbinden. Das ist nicht so ganz gut gelungen. Und dann muss man in der Tat fragen, was ist die industriepolitische Strategie? Und da warten wir drauf. Da warten wir drauf. Also du hoffst, dass diese Turbulenzen, die wir gegenwärtig sehen, relativ schadlos am Industriesektor Deutschland vorbeigehen werden. Ich hoffe, du hast recht, aber ich befürchte in der Gänze nicht. Und damit bedanke ich mich für das diesmal etwas kontroverse Gespräch bei dir, lieber Michael, und bei Ihnen, werte Zuhörerinnen und Hörer. Ja. Danke. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.